Willkommen bei Let's Play, diesem 2-4 Jahreszeiten. Wir haben hier verschiedene Nachbarschaften zur Auswahl. Die sind schon vom Spiel angelegt worden, aber ich habe eine eigene Nachbarschaft erstellt, in der ich jetzt mit euch spielen möchte. Hier habe ich auch schon drei Familien. Die Familie Hayden, die Familie Beckett und die Familie Graham. Aber mit denen spiele ich jetzt nicht weiter, sondern die dienen einfach nur als Nachbarn. Wir beginnen mit einem ganz neuen Sim. Deswegen gehen wir jetzt auf Familie erstellen. Ich habe mich im Vorfeld schon mal entschieden, dass ich einen weiblichen Charakter machen möchte und dass ich auch erstmal nur mit dem Sim alleine spiele ein bisschen und vielleicht später dann noch einen männlichen Charakter dazu und versuche, die zu verkuppeln, mit denen wir noch heiraten können und Kinder kriegen können. Und vielleicht, wenn sie ein bisschen mehr verdienen, auch irgendwie ein größeres Haus ziehen oder zumindest das Haus ein bisschen ausbauen. Aber ich weiß noch nicht, wie das so laufen wird, weil normalerweise benutze ich einen Cheat, dass ich genügend Geld zur Verfügung habe und den lasse ich diesmal weg. Das heißt, ich habe nicht so viel Geld und ich hoffe, dass ich die Familie nicht dann gleich in den Ruin treiben werde. Okay, aber jetzt erstmal zum Sim erstellen. Wir brauchen einen Familiennamen. Und dann erstellen wir einen erwachsenen weiblichen Sim. Und wir nennen... Ich habe mich jetzt mal für Sophie entschieden als Vorname. Und ich wollte nicht ganz so blasse Hautfarbe, ein klein bisschen dunkler. Dann können wir entweder aus der Sim-Tonne einen vorhandenen Sim nehmen und den verändern, oder wir nehmen nur den Kopf. Das heißt, wenn nämlich hier drauf geht, dann kriegt man verschiedene Köpfe zur Auswahl und ich nehme jetzt einfach mal den hier. Und den passe ich jetzt auch nur minimal an, weil ich mag den an sich eigentlich schon schön. Alles, was hier so eine kleine Blume rechts oben hat, sind Gegenstände, Frisuren, Kleider etc., die ich aus dem Internet runtergeladen habe. Die sind also standardmäßig nicht bei Sims 2, 4 Jahreszeiten mit dabei. Was dabei ist bei 4 Jahreszeiten zumindest, sind diese Sachen hier. Und hier geht es dann los mit den Sachen, die bei Sims 2, dem Grundspiel, drin sind. Das werden wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen. Okay, das Gesicht verändere ich noch ein klein bisschen, aber nicht viel. Ich werde es ein bisschen kürzer machen. Ich finde die immer zu lang gezogen. Dann wollte ich graue Augen haben. Und den Mund ein bisschen, die Mundwinkel nach oben. Also sonst guckt sie so böse. Make-up, es gibt dunkleres und helleres. Ich nehme mal so ein bisschen was helleres vielleicht. Ja. Kräftige Wimpern und dann noch einen Lidschatten. Es gibt auch so grüne oder türkis, pink, blau. Oder auch welche, die gehen so an der Seite runter. Ich denke, ich bleibe bei dem sehr dezenten. Und natürlich noch eine andere Lippenstiftfarbe. Dann können wir hier eigenes Make-up, also das ist so ganz Gesichts-Make-up. Ich weiß nicht so genau, wozu das eigentlich drin ist. Ich nehme an, das soll für Kinder sein, irgendwie an Kindergeburtstag oder sowas. Oder wenn man halt einfach sehr lustige Sim spielen möchte. Aber ich wollte es jetzt ein bisschen realistischer machen. Okay, dann noch eine andere Augenbrauenform. Und dann kommen wir schon zu den Kleidern. Dort habe ich auch ein paar Sachen aus dem Internet runtergeladen. Naja gut, das heißt ein paar Sachen, eigentlich ziemlich viele. Und das nimmt auch bei mir kein Ende. Ich könnte stundenlang Sachen runterladen und habe dann die Qual der Wahl. Also hier geht's los mit den Standardkleidern von Sims 4 Jahreszeiten und alles davor. Hier, wieder gesagt, mit der Blume rechts oben habe ich runtergeladen. Und ich nehme jetzt mal das. Aha, finde ich gut. Das ist die Alltagskleidung. Wir brauchen auch noch Abendkleidung, wenn wir zum Beispiel eine Party geben oder auf eine Hochzeit gehen. Hm,
Das ist sehr schön. Hier sind auch Hochzeitskleider. Die kaufe ich jetzt noch nicht. Die kaufe ich dann, wenn wir mal heiraten möchten. Und dann muss ich die halt gerade gegen das Abendkleid tauschen, damit sie das dann auch anhat, wenn ich heirate. Also wenn sie heiratet, nicht wenn ich heirate. Aber ich hoffe, wenn ich mal heirate, dass ich auch so ein schönes Kleid haben werde. So, Unterwäsche, das ist die Oma-Variante. Wir wollen ein bisschen was Schöneres. Dann brauchst du auch noch einen Schlafanzug. Da habe ich so ganz tolle Pyjamas gefunden, die solche Bunny-Füße haben. Solche Hausschlappen mit Häschen drauf. Die finde ich toll. Dann Badekleidung. Wir werden am Anfang nur entweder auf einem Gemeinschaftsgrundstück in den Pool gehen können. Oder wenn ich jetzt einen Nachbar spielen würde, der einen Pool hat und sie dann einladen, dann kann sie baden gehen, ansonsten erstmal nicht, weil um einen Pool zu bauen, brauchen wir, denke ich, zu viel Geld, das wir nicht haben. Okay. Nehme ich mal das und dann als vorletztes noch Sportkleidung und als letztes noch die Outdoor-Kleidung. Die braucht sie, wenn es kälter wird, also Herbst, Winter, fangen die Sim an, sich umzuziehen, wenn sie nach draußen gehen und die Outdoor-Kleidung anzuziehen. Okay. Dann wäre das mit der Kleiderauswahl fertig und jetzt brauchen wir nur noch zum einen ein Lebensziel. Oder was das Lebensziel beeinflusst und die Wünsche beeinflusst, ist hier diese Laufbahnauswahl. Da gibt es Familie, Romantik, Wissen, Ruf und Ruhm. Und weil ich mit Romantik schon mal einen Sim ganz schön in den Sand gesetzt habe, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe, ihm genug Liebespartner zu geben, werde ich jetzt mal für das Let's Play das Laufbahnwissen nehmen, weil das, glaube ich, ein bisschen leichter ist. Und dann brauchen wir noch eine Persönlichkeit für sie. Das wird über Sternzeichen bestimmt. Kann man auch noch ein bisschen selbst verändern. Aber ich lasse das jetzt so. Und ja, wenn sich ausgespielt hat, können wir noch An- und Abturner bestimmen. Das betrifft die Partnerwahl später. Zu wem sie sich halt mehr hingezogen fühlt. Wenn ich zum Beispiel jetzt Bart nehme und jemand einen Bart hat, findet sie ihn gleich natürlich besser als jemand ohne Bart. Und spaßeshalber nehmen wir jetzt einfach mal noch Unterwäsche. Und als Abturner Gestank. Okay, damit wäre unsere Sophie fertig. Dann gibt es noch ein Familienfoto. Und es kann losgehen. Als nächstes müssen wir in der Nachbarschaft ein kleines Grundstück mit Haus bauen oder in dem Fall aus der Familie, aus der Haustonne nehmen, in dem sie dann auch wohnen kann. Und damit geht's dann im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!